Ja, hallo. Heute geht es um, oder in diesem Video geht es um die Royal Dutch Shell. Also hier mal eine der Aktien, die ich hier in meinem Portfolio habe. Das ist jetzt hier die PLC. Also das ist letztendlich ja, eine Position, die ich schon seit längerem in meinem Portfolio habe und damit auch mal eine Aktie zeige, wo der Kursverlauf nicht einfach nur steil bergauf geht, sondern hier wurde etwas, ja, in den letzten Wochen, sagen wir mal, seit ja, Anfang Januar, sagen wir mal so, natürlich abgegeben am Kurswert. Das ganz einfach hängt das damit zusammen, weil eben der Ölpreis sich in Richtung Süden bewegt hat. Und wir schauen uns hier mal ganz kurz zum Beispiel den Ölpreis parallel dazu an. Ja, da sehen wir hier eben eine Monatskerze, die ausschließlich rot ist. Und wir sind jetzt hier letztendlich mit dieser kleinen Monatskerze, also letztendlich ist das der Februar, ja, wo wir uns hier ein bisschen wieder erholt haben und hier auch gleichzeitig feststellen müssen, dass wir hier uns in einer mehr oder weniger Zone befinden, Widerstandszone, was wir durchaus als solches hier mal beschreiben könnten. Von daher kann man ruhig davon ausgehen, dass es sich jetzt der Ölpreis jetzt auch nicht unbedingt weiter abstürzt, sondern vielleicht erstmal hier sich wieder erholt. Völlig unabhängig davon haben wir morgen den letzten Tag, also ex Evidende, und ist heute letzter Tag, und das heißt, morgen haben wir schon wieder Dividende auf unserem Konto, und das ist ja bei der Royal Dutch Shell so um die 6,5%. Ja, da sollte man auch nicht außer Acht belassen. Und wenn man hier zum Beispiel einen Sparplan hat und immer wieder reinspart, dann hat man sowieso irgendwann mal so ein Cost Average. Wenn wir das jetzt mal hier einen 3-Jahres-Chart draus machen, dann sehen wir, dass wir letztendlich, wenn wir hier immer fleißig gespart haben, die letzten 2, 3 Jahre, oder wenn wir mal 5-Jahres-Chart, ja, im Grunde hier zwischen, wenn man die große Range, die 5-Jahres-Range hier zwischen 40 und ja, 70 Dollar an der Spitze, beim aktuellen Preis von 52 Dollar, ja, gar nicht so schlecht sind, eigentlich genau in der Mitte. Und von daher einfach eine langfristige Geschichte, und so kurzfristige Richtungswechsel eigentlich eher weniger zu betrachten. Und was jetzt einfach nochmal den Ölmarkt betrifft oder Ölpreis und so weiter, dass letztendlich ja die ganze Ölindustrie, dass das alles verschwindet und so weiter. Ja, da ist natürlich was Wahres dran. Aber bei der Shell, Royal Dutch Shell, darf man einfach nicht vergessen, dass die massiv bereits in Wasserstoff, in Elektroinfrastruktur von Elektromobilität investieren, dass die natürlich ganz viele Tankstellen haben, ja, was ja nicht was viele Ölfirmen, also wie zum Beispiel eine Schlumberger, die letztendlich nur Ausrüstung verkauft für ja, Bohrstellen und so weiter, die haben mit Tankstellen ja gar nichts zu tun, und dementsprechend ist natürlich auch in der Chartverlauf ganz anders. Also bei Shell ist einfach nochmal, die haben mit ihren Tankstellen da mittlerweile rüsten die mit Elektro Ladegeräten ja aus, ja, also was gar nichts mehr mit Öl zu tun hat in dem Sinne. Und ja, die diversifizieren sich hier auch massiv, ja, die sind ja auch nicht blöd. Natürlich ist hier nicht zu erwarten, dass das jetzt halt steil bergauf geht, wie bei so vielen anderen Aktien, die ich hier auch vorstelle auf meinem Kanal, wie zum Beispiel eine Wasserstoffaktie oder eine Tesla-Aktie oder eine Facebook-Aktie. Oder die ganzen Tech-Aktien, die ganzen Cloud-Computing-Aktien, die ganzen IT-Security-Aktien, ja. Viele, viele Aktien, die hier ja, sich teilweise verdoppelt, verdreifacht und verzehnfacht haben in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Da ist natürlich hier totale Flaute, ne? Also da kann man hier, das kann man hier nicht erwarten, auch nicht in naher Zukunft, ja. Und von daher ist es eine völlig andere Strategie. Vielleicht am besten legt man so eine Aktie einfach auch in ein komplett anderes Depot. Ja, ich habe auch mehrere Depots. Ja.
Das ist durchaus, heutzutage kostet ein Depot gar nichts mehr. Ja? Also vor 20 Jahren musstest du für jedes Depot nochmal fett Gebühren zahlen und alles Mögliche. Du kannst heute so viele Depots eröffnen, wie du lustig bist. Und dass man vielleicht auch die verschiedenen Strategien auch trennt voneinander. Ja? Dass man vielleicht, ich habe Depots, die schaue ich, da schaue ich einmal im Jahr rein. Ja? Und dann habe ich Depots, da schaue ich täglich rein, habe ich wieder Depots, da schaue ich nur auf wöchentlicher oder monatlicher Basis rein. Also von daher, ja. Das soll es gewesen sein. Kurzes Update und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.